Die wahre Geschichte eines Mafia-Gangster-Clans im Argentinien der 80er Jahre gibt es zu sehen in El Clan. El Clan geht 109 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 3. März 2016 in den deutschen Kinos und erzählt die wahre Geschichte der Puccios. Und wir gehen wieder im Einzelnen die verschiedenen Departments durch. Drehbuch und Story von El Clan ist im Grunde diese wahre Geschichte von den Puccios, eine Familie, die in den 80er Jahren in Argentinien, genauer gesagt Buenos Aires, lebt. Nach außen hin haben sie ein paar Geschäfte, unter anderem ein Surfladen, weswegen man irgendwie nach außen hin den Erfolg erklären kann. Aber im Inneren gibt es die ein oder andere illegale Machenschaft, vor allem ist die Kernkompetenz Entführung und dann durch Lösegeld eine ganze Menge Geld zu verdienen. Angeführt vom Familienoberhaupt ist es vor allem die Verbindung zu einem seiner Söhne, der als Rugby-Spieler unglaublich erfolgreich ist, sogar in der Nationalmannschaft spielt, um die richtigen Kontakte zu reichen Leuten und deren Kindern zu haben und zu möglichen und potenziellen Entführungsopfern. Aber auch vor Mord, wenn Dinge schief gehen, schreckt man nicht zurück. Und so schaffen es die Puccios über viele, viele, viele Jahre und lange Zeit hinweg, Geld zu verdienen durch Entführungen. Und das Ganze wirkt vor allem deswegen so stilsicher inszeniert, als dass es kein Gangster- oder Mafia-Film ist, der die ganze Zeit auf Schießereien oder Gewalt setzt. Es ist ganz, ganz ruhig und ganz, ganz einfach. Man spielt ein Opfer aus, man plant die Entführung, hat bestimmte Standards, wie die Entführung und die Prozedur der Lösegelderpressung abläuft, und fast schon wie eine Maschine wird dann einer nach dem anderen entführt. Und das klingt so skurril, wenn man sich überlegt, dass das Ganze wahr ist, dass man sich auf der anderen Seite auch wiederum nicht wundert, warum es so standardmäßig funktioniert. Klar, wenn Menschen einfach nur Angst haben, einen der geliebtesten Menschen zu verlieren, sind sie bereit, alles zu tun und auf alles zu hören. Das liegt vor allem schauspielerisch, und zu dieser Stelle zu kommen, an zwei wichtigen Personen. Der Film ist insgesamt vom Ensemble her super stimmig. Die Familienmutter, all diese Kinder, das passt gut. Die Entführungsopfer, die Angst haben, die Familien, die versuchen wollen, ihre Geliebten wieder frei zu bekommen, die ständig am Weinen sind und vor Angst nur zittern können. Das ist alles sehr, sehr passend im Film, aber es sind vor allem zwei Personalien, die herausstechen. Zum einen Guillermo Francella, der spielt den Familienvater und Anführer. Der hat, wenn man sich den Trailer anguckt, schon so ein markantes, gelebtes Gesicht und wirkt die ganze Zeit so geplant, obwohl er zu keiner Sekunde richtig gefährlich wirkt. Aber man kriegt dieses Gesicht nicht aus dem Kopf heraus, und das ist mit so einer ständigen Ruhe, weil es ist kein, weder ein Muskelpaket noch ein besonders gewalttätiger Mann. Er ist so einfach, und das macht es irgendwie noch so böse und skurril, wie er dann über Jahre hinweg ganz klar plant, wen man als nächstes hier ausspäht und entführen will. Auf der anderen Seite hat man Peter Lanzani, der seinen Sohn spielt, eben diesen Rugby-Spieler, der irgendwann das Familiengeschäft übernehmen soll, der aber nach und nach, obwohl er auch beteiligt ist an diesen Entführungen, moralische Probleme damit bekommt. Vielleicht will er ein eigenes Leben haben, vielleicht will er eines Tages heiraten, glücklich werden, selber Familienvater sein und nicht die ganze Zeit Angst haben, im Gefängnis landen zu müssen. Und ich werde an dieser Stelle auch nicht erzählen, wo diese Handlung letztendlich hingeht von diesem Film. Nur soweit an dieser Stelle, es geht um diesen Vater-Sohn-Grundkonflikt, wer das Familiengeschäft übernimmt und wichtige traditionelle Werte, wie man sie unter Gangstern hat, die versucht man hier vom Vater auf Sohn rüber hinüberzutragen. Und damit kommt es natürlich zu der einen oder anderen Szene, wo es auch gewaltig unter diesen beiden kracht. Was die Kamera angeht, sehr einfach gehalten, sehr dialoglastig der Film. Wie gesagt, keine Actionsequenzen, keine wilden Schießereien, dadurch die Kamera auch sehr ruhig, viele Dialoge, halbnah, auch das Szenenbild ist ja einfach gehalten. Die Familie wohnt in einem großen, aber einfachen Haus. Nicht wie in anderen Gangsterfilmen geht es hier um fette, protzige Ringe oder auffällige Klamotten, große Villen. Sehr einfach gehalten. Man hat diesen typischen südamerikanischen Look und Flair. Das sieht alles toll aus, aber eben ganz, ganz einfach. Musik ist passend, auch nicht überdominant. Alles einfach nur stimmig, und da wirft sich diese Haupthandlung, Kostüm und Make-up, fällt auch nicht weiter ins Gewicht, außer ein paar Wunden, die man hier und da sieht. Das ist auch schon das Gewalttätigste, was man im Grunde erleben kann. Effekte hat der Film auch nicht. So muss man einfach im Grunde sagen, dass El Clan sich auf eine gute Geschichte mit guten Schauspielern konzentriert. Merkt man auch, wenn man diese ganzen anderen Teile, die sonst beim Film wichtige Mittel sind, bespricht. Die unterwerfen sich der Haupthandlung. Es ist ein starker Film geworden, und vor allem, wenn man sich am Ende überlegt, besonders auch, wie der Film am Ende mit den Figuren umgeht oder was am Ende mit den Figuren passiert, dass es eine wahre Geschichte ist, dann ist das einfach schon ein bisschen heftig und durchaus erzählenswert. Und deswegen bekommt von mir El Clan als Gangster-Thriller mit Drama und vor allem mit Dramafaktor, aber vor allem als biografischer Film 8 von 10 möglichen Punkten. Hat mir richtig gut gefallen. Insgesamt auch sehenswert, 7 von 10 möglichen Punkten. Und damit bin ich durch mit meiner Review und bin gespannt, was ihr zu diesem Film sagt, wenn ihr im Kino anschauen solltet. Und dann wünsche ich noch ganz, ganz viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss.